Schon wieder Großalarm vor einem Edeka-Markt in Hamburg. Dieser offenbar geistig verwirrte Mann rannte am Samstagnachmittag vor einer Supermarktfiliale an der Fuhlsbütteler Straße herum. Er hatte sich schwarze Farbe ins Gesicht geschmiert, hielt eine Schere und ein Messer in der Hand und schrie offenbar: Ich schneide euch allen den Kopf ab. Der Vorfall ereignete sich nur 400 Meter entfernt von dem Supermarkt, wo am Freitag ein Messerattentäter einen Menschen getötet und 6 weitere verletzt hatte. Mehrere Polizisten überwältigten den Mann. Er wurde festgenommen und auf die Wache gebracht. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann psychisch auffällig sein. Außerdem sei er angetrunken gewesen.